Meine lieben Freunde, wir machen weiter mit Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind nach wie vor in der Festung Dämmerlicht. Hier werden einige Hexen und Magier auf uns warten, aber hier ist der Weg jetzt von sich versperrt, sondern hier geht's weiter. Ich dachte ja erst, das wäre hier irgendwie nur so ein Pfad X, den wir hier wählen können, aber das ist der einzige Weg, der möglich ist, und da habe ich es auch schon. Noch einmal. Was? Werdet nie herkommen noch. Okay. Das klingt doch nach Spaß. Guck mal, die ganze Zeit hier. Alle mit ihren Schutzschildern. Wieso funktioniert denn das alles immer nicht? Habe ich jetzt alle erledigt? Jo. Nice. Die Klamotten nehme ich hier mal knallhart mit. Eisendolch. Die Bücher sind alle Crap. Lederstreifen, alles so Crap, den ich nicht brauche. Magierrobe nehme ich auch mit. So, einen habe ich bis nach da hinten gepfeffert, oder? Wo ist der letzte? Es waren noch drei Lümmels hier. Hier haben sie auf einen Vampir geschossen. Da sieht man mal wieder, von was für einem Schlag die Assis hier sind. Ich sag, wo ist denn der dritte? Hier ist Nummer 1. Da ist Nummer 2. Ach so, hier. Da drunter. Okay. Hier ist nur Crap. Ich habe immer das Gefühl, eventuell ist unter den ganzen Crap-Büchern auch ein Buch, was wertvoll ist, aber das war jetzt hier nicht der Fall. Hier ist nichts drin. Ich schleiche mich mal an. Oh, da hinten. Ich wusste es. Genug. Na, kriege ich ihn? Der tickt runter. Jawohl. Ach, guck mal. Skelette. Der Totenbeschwörer. Ich hatte hier doch noch einen Totenbeschwörer irgendwo. Wo war der Lümmel? Skelett. Die haben ein bisschen Gold dabei, aber ist nichts, was mich irgendwie sonderlich interessiert oder packt. Wo ist denn die, die fliegen immer so weit weg, die Leichen? Das ist echt nervig. Wo habe ich den hingeballert? Das ist ja nicht der Zauberbuch Heilung. Hatte ich schon mal. Tja, das ist das Problem, Leute. Oh, hier, Seelenstein. Habe ich gar nicht gesehen.
Tja. Vielleicht habe ich die Leiche auch einfach pulverisiert. Naja, ich werde da jetzt nicht Ewigkeiten nachsuchen. Hier hätte ein Buch drauf liegen können, aber das war nicht der Fall. Was ist das hier? Zombie erwecken, Zauberbuch, sehr schön. Ist ja passend. Seelenstein. Zaubertrank der Magiker. Gusseiserner Topf, klar, den nehme ich mit. Hier ist ein Eimer. Crap, 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 crappity, crap, 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 crap. Brauche ich alles nicht. Fass. Knoblauch gegen Vampire. Okay. Speichern. Wie in Gothic kann man hier nicht oft genug speichern. Es geht weiter. Nächste Ebene des Dungeons. Skelette können gar nichts, ja. Die puste ich quasi um. Das Schöne ist, dass dieser Frostzauber, den ich habe, ein Dot ist. Ja? Also der tickt, solange die in dieser Frostaura drin stehen. Die Stadt der Steine. Ein seltener Leitfaden zu Markarth. Markarth. Schleichen. Oh. Ist da jemand? Hier drüben. Oh. Junge. So Britzelzeugs, da reagiere ich allergisch. Die Tür ins Reich des Vergessens. Beschwörung, sehr schön. I'll take it. Jetzt habe ich den einen auch wieder so umgepustet. Nee, das ist er. Magierrobe, die nehme ich alle mit. Das ist zwar immer noch ein bisschen Kleingold, aber meine Güte. Seelenstein. Wer weiß, für welche perfide Experimente diese Seelensteine hier, diese Ritualkreise hier gemacht haben, eröffnet haben, I don't know. Sieht auf jeden Fall auch nicht besonders gemütlich aus hier. Speichern. Ist da jemand? Guck mal, der tickt die ganze Zeit runter da. Gnade. Und die flüchtet. Ich hätte übrigens mittlerweile doch gerne den Kettenblitzschlag. Ist echt geflüchtet, die Schabracke. Das kann man sich kaum vorstellen, ey. Aber One-Shot habe ich halt nicht. Zwergenstreitaxt. Kerker, brauchen wir Schlüssel für. Da oben ist einer. Okay, da habe ich zu schnell nochmal nachgeschossen, hätte ich nicht gebraucht. Das sind alles Scrapbücher, die ich nicht brauche. Crap.
Crap, crap, crap. Kommode. Auch nur Crap drin. Feuersalz, die kann man gut mitnehmen. Hier sind jetzt schon wieder so viele Türen, ne, die ich hier alle öffnen könnte. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich jetzt weitergehen soll. Quecksilberbarren hier, die nehme ich mit. Ungewöhnlicher Stein. Davon habe ich ja mittlerweile schon einige. Zum Entzaubern habe ich nichts. Scheiße, jetzt habe ich diese dämliche Papierrolle dabei, ne? Sonstiges. Papierrolle. Zack, so. Komm, habe ich irgendwas zusammenbrutzeln? Gesundheit wiederherstellen. Schön, dass ich das hier einfach so auswählen kann. Okay, schön. Schön, schön, schön. Von der anderen Seite verriegelt. So, dann gucke ich jetzt nochmal hier unten. Schlüssel. Okay, das meiste ist verschlossen. Ist da Aha. Ah. Sind das hier die Notunterkünfte von den Rolle des Chaos? Sehr cool. Kupferdiadem, I'll take it. Das sind hier die Schlafgemächer. Das gelbe Buch der Rätsel. Solche Rätselbücher hatten wir ja schon mal. Da dachte ich, das wäre irgendwas Besonderes. Das ist schon ein bisschen Leichenflatterei, was ich hier mache, ne? Die Leute umnieten und dann einfach ausziehen. Okay. Dann ist der einzige Pfad, der jetzt noch offen ist, dieser hier. Sowas würde ich mal einen knallharten One-Shot nennen. Ach hier, guck mal, das ist doch der Lichtzauber, den ich noch gebraucht habe. Gegrillter Lauch. Veganer, oder was? Gold, Seelenstein, Muratabinella, Zaubertrank, Magierrobe. Ein hypnotischer Verrat, Zerstörung verbessert, I'll take that. Crappity crap crap crap. Ich übersehe hier bestimmt ab und zu mal irgendwelche hier sowas wie Lavendel oder so, solche Alchemie-Reagenzien, aber meine Güte, das ist glaube ich nicht so wild. Davon gibt's in Skyrim so viele. Ich glaube, das möge man mir verziehen. Das kann man mir auch verzeihen. Okay, gut, liebe Leute. Dann mache ich an dieser Stelle Pause. Wir hören uns, wenn ihr wollt, bei der nächsten Folge von Skyrim wieder. Es tut mir übrigens leid an dieser Stelle, ich hatte ein oder zwei Tage, glaube ich, Pause. Ich hatte nichts vorproduziert und hatte dann einen kleinen
hier einen kleinen Ausfall. Aber das sollte jetzt erstmal wieder weitergehen. Gut, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Also morgen und bis dahin. Macht's immer gut, wir hören uns. Ciao.